Ja, moin moin. Willkommen zurück zu MechWarriors Mercenaries. Und ja, ich bin mal ein paar Systeme weitergeflogen und habe entdeckt, hey, es gibt ja seltene Mechs quasi. Der ist jetzt mir das allererste Mal über den Weg gelaufen, der Phoenix Hawk. PXH-1K. 45 Tonnen hat er sagen und wobene Mech. Hat nur Laserwaffen, Sprungdüsen und soll wohl durch seine Geschwindigkeit auf 94 km/h glänzen. Ja, ich bin jetzt wirklich am Überlegen, oder ich glaube, ich kaufe ihn nicht. Nein, wir haben 5 Millionen und der kostet alleine schon, sagen wir mal, 4,2. Ich war bei denen schon echt am Überlegen. Das sieht ja auch aus, als ob er eine Laserpistole hat, ne? Nee, ich kaufe ihn nicht. Ich war gerade am Überlegen, ob ich ihn kaufe. Warum komme ich hier nicht raus? Was ist denn jetzt los? Hallo? Spiel? Okay. Nein, ich kaufe ihn nicht. Nein, 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 nein. Wir sind hier mal weg. Wir fliegen, 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 fliegen. Und zwar fliegen wir zu unserer Mission. Und das kostet richtig viel Geld. Das heißt, ich habe jetzt alleine... Wir sind von Ulysses nach Mokane und dann St. Robert geflogen. Haben da schon 100.000 verpulvert und dann nochmal weg. Das sind auch nochmal 250. Ich glaube, es ist richtig, dass ich das nicht gemacht habe. Hm. Aber irgendwie spackt das Spiel gerade rum. Ich hab das schon wieder. So... Jetzt macht das. Warum auch immer. Ja, also jetzt haben meine Kameraden mal 60 Tage nichts gemacht. Eier geschaukelt. Nee, ich glaube, es war vernünftig, dass ich den nicht gekauft habe. Wir haben jetzt 4,8. 4,2, 600.000. Und wenn wir jetzt ganz dolle Schaden kriegen... Nee, lassen wir mal lieber. Sternkarte. Quest mit 2x-Belohnungen. Ich glaube, das ist nobles Unterfangen. Genau. Campbell sagt, das Syndikat dort verletzen, wo es am meisten zählt. In ihrer Brieftasche. Könnte diesen Bergarbeitern genau das nötige Argument verschaffen, das sie brauchen, um bessere Arbeitsbedingungen und möglicherweise eine annähernd faire Bezahlung zu erhalten. Die Mission ist ein einfaches Rein- und Zuschlagen. Finde die beiden Anlagen und richte so viel Schaden wie möglich an. Erledige das und wir werden ihnen eine Botschaft senden, die sie nicht ignorieren können. So, nehmen wir mal an. Ich würde die auch gleich losgehen. Achso, ja. Ich hätte jetzt aber gerne die Mission gemacht. Hallo? Mission? Kann ich die jetzt nicht machen? Ja, ich... Ach so, wir werden quasi... Ach, das ist am Arsch der Welt. Gott, dann müssen wir uns erstmal das Geld verdienen, um da hinzukommen. Wie viel würde es denn kosten, da hinzufliegen? 300.000 hin und zurück. Ja, am Arsch. Diese Reisen sind arschteuer. Sehen wir uns das System nochmal an. Die Teile aufheben. Schrott sammeln. Bauernbündnis. Dies ist ein offener Aufruf an alle Söldner in der Region. Unsere bescheidenen landwirtschaftlichen Anlage hat erhebliche, was? Durch das schwarze Inferno gelitten. Lese ich komisch oder ist das Deutsch hier schlecht? Sie beseitigten unsere mageren Verteidigung mit Leichtigkeit und setzen
viele unserer Felder in Brand. Piraten, Räuber, die sich selbst Vogels Vandalen nannten, drangsalieren uns seitdem. Ja, komm. Warnung, durch die Annahme dieses Auftrags kann die Verfügbarkeit anderer Aufträge beeinflusst werden. Dann gucken wir uns Schrott aufsammeln. Interstellare Expedition. Nahegelegene Systeme wurden im Zuge des Marsches. Ach, es gibt mehr, ne? Oh, hier gibt's. Greife Zivilplaneten für Vorräte an. Teilige Einrichtung vor Räubern. Aber gibt ganz wenig. Wir werden uns doch mal. Wir lesen das immer nur durch. Warte mal. Nahegelegene Systeme wurden im Zuge des Marsches des Schwarzen Infernos gefangen. Daher sind die sie gefährdet und verletzlich. Die meisten dieser Welten sind einfache Landwirtschaft und Extrahierungsplaneten. Aber sie bieten immer noch wertvolle Ressourcen, die meine Kunden erwerben wollen. Sozusagen. Wir. Günstigen Preisen. Wenn du gewillt bist, vom moralischen Dilemmas abzusehen, möchten wir, dass du uns hilfst. Uns die begehrten Vorräte schnappen, indem du einen Ablenkungsangriff inszenierst. Wenn du auf den betroffenen Planeten landest und die Aufmerksamkeit der verbleibenden Verteidiger auf dich ziehst, können wir Bergungstrupps schicken, während du die Einheimischen beschäftigst. Alle wertvollen Dinge, die unsere Teams über den hinaus finden, was wir benötigen, wird deine Zahlung für diesen Auftrag sein. Wenn es dabei hilft, deinen moralischen Kompass auszurichten, dann sieh den Job nicht als Beihilfe zum Diebstahl an, sondern als beschleunigte Verhandlung. Unsere Kunden benötigen die Vorräte viel mehr als die Einheimischen. Sie werden ohne sie zwar überleben, aber unsere Kunden nicht. Ah, diese 500.000 Zenon. Sehr, sehr, sehr. Also das ist. Entweder helfen wir den Einheimischen und bekommen nothing. Also sieht nicht viel aus. Oder wir scheißen drauf und helfen den Arschlöchern. Da haben wir mehr Fragezeichen. Ich weiß auch nicht, wie das Spiel drauf ist. Es gibt ja Spiele, die wollen ja immer, dass du den guten Weg nimmst. Aber hier sieht es ja echt schon aus, dass die wollen, dass wir den bösen Weg nehmen. Also wenn das Spiel das möchte, dann tun wir das mal. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das tut mir aber leid. Das war nicht gewollt. Entschuldigung. Wo ist das denn? Das ist nicht so weit weg. Und dann können wir da vielleicht eine Mission annehmen. Oh. Also die Missionen schicken uns jetzt immer weiter weg, oder was? Oh, jetzt spackt das schon wieder rum. Weil ich würde gerne mal langsam einen neuen Mac kaufen. Und ich bin froh, dass wir den Mac nicht gekauft haben. Ich würde es sowieso cooler finden, wenn wir Macs mehr finden. So, einen verfügbaren Auftrag. Schrott aufsammeln, Zerstörung. Ist ja quasi unsere, ne? Schwierigkeit 14, genau. Wie sieht's denn hier aus? Ich kenne die gar nicht. Interstellare Expedition. Atmosphäre schwer. Na gut. Schrottteile nur 4. Oh, 4. Könnte man vielleicht einen Mech rauskriegen. Dafür haben wir eine geringe Schadensabdeckung. Ach komm, wir riskieren's. Ah, jetzt sind wir schon 25 Tonnen hinter. Wir brauchen einen neuen Mac.
Wir brauchen einen neuen Mac und da sehe ich gerade zwei Symbole. Was bedeutet das? Sind die nicht repariert? Aber Beschädigung sehe ich keine. Was sind das da für Symbole? Mögen die sich nicht? Haben die ihre Tage? Müssen wir uns nach dem Einsatz einkaufen. Ach ja, auf einem anderen Planeten gab es noch einen legendären Yelvin, oder wie man das auch richtig ausspricht. Der hatte keine Laser, der hatte nur Raketen. Der hatte hier in den Brustpanzer vier Paar Raketen, aber ich halte von den Raketen nicht so viel. Also klar für, sag ich mal, welchen Mech-Bauer, der das snipern soll. Dem würde ich Raketen geben, dass er aus der Entfernung da immer Raketen ballern kann. Aber für den Kleinen, nö. Der soll nah am Feind sein, nah an den großen Mechs und den immer schön in die Beine schießen. Damit er halt langsam ist. Aber wir haben hier drei kleinere Mechs. Meiner ist ja vielleicht gerade mal ein mittlerer. Der Centurio. Es wird Zeit für einen zweiten großen Mech. Der Centurio gefällt mir eigentlich. Also der Arm, der eigentlich nichts tut, macht eigentlich aber Sinn. Also der macht ja Sinn. Auch diese Schulterverlängerung, dass man meinen Kopf nicht trifft, ist, glaube ich, als Einsteiger-Mech gar nicht verkehrt. Man muss es nur raffen. Und ich bin auch wirklich schon. Ich fahre jetzt. Ich habe mir vorgenommen, in Braunschweig ist Red Line. Das ist so eine Convention, Tabletop-Convention. Warum ist das so This leise? is going to be a dirty job. Get in there and take out the militia garrison. Doing so should allow us to get the supplies we're so desperate for. Hallo? Was ist denn los hier mit dem Spiel heute? Ah. Jetzt ist es aber wieder ein bisschen zu laut. Target acquired. Mir nach, zerstören wir die Zivilisten. Wir brauchen keine Zivilisten. Hast du gut gemacht. Oh, sie haben uns entdeckt. Target destroyed. Target acquired. Got another one. Oh, halt kaputt getreten. Oh, Maschinengewehr? Good start, Commander. I'm showing major damage to the target facility. Target destroyed. Mech, 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 feindlicher Mech. Der muss sterben. Alter, ich treffe hier gar nichts. Diese Sacknaht. So. Wo ist er?
Nervt ihn nicht. Target destroyed. Gut, endlich. Target acquired. Target destroyed. Target. My kill. Target destroyed. Boah, ey, echt hier. Schwerstarbeit. Target destroyed. Noch einer. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. So, Hamas. Only 25% of this area remains. Alles zerstört. Target acquired. The garrison is down, but ich bin ja rot. I don't think there's enough here. These facilities are pretty bare. We're going to likely need to hit another target. Scheiß Gebäude, geht mir aus dem Weg hier. Target destroyed. So, jetzt müssen wir nur den feindlichen Mech zerstören. Target acquired. Focus engagement on leech target. Ah, so ein Sack. Ein Firestarter. Ja, Entschuldigung. Wo kann ich nicht? Ah. Ich zerramme ihn. Ich ramme ihn. Der hat mich hier beschossen von hinten, verdammt. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. So, zu mir und Rückzug. Rückzug, Rückzug. Alter, mein Rücken sieht ja auch aus. Rücken, linkes Bein komplett zersäbelt. Ach, mein Bein ist sogar im Arsch. Die immer noch Feinde? Oh, da hinten. Gut gemacht, Jungs. Ich wollte gerade fragen, sind das unsere Leute oder sind das die Feinde? Überfall, würde ich sagen, geglückt. Jo, und weg hier. Beam me up. Ja, war ja okay. Also ich hätte mich besser anstellen können, glaube ich. Hätte mal ein bisschen sich mehr Mühe gegeben. Oh, ich habe so viel Feuer in den Rücken gekriegt, glaube ich. Ist das jetzt hier extra? Sind, haben wir jetzt 800.000 oder was? Bauernbündnis, da haben wir jetzt verkackt bei denen, ne? Kein Mech bekommen. Scheiße, hätte ich doch vielleicht die Bauern nehmen sollen. Was haben wir hier? Was ist denn das teuerste?
Okay. Ja, das heißt, dann können wir uns hier gleich reparieren lassen oder... Damit im Kriegsgebiet, wir müssen eh weiter, ne? Wie würden wir da fliegen? Wir müssen eh über diese Ecke hier. Dann könnte man jetzt nochmal die Mechs reparieren. Gucken, was es da für Missionen gibt. Und vielleicht da... Dass wir uns so langsam dahin auf den Weg bewegen, ne? Ja, alles leichter Schaden. Ja, hier jetzt kein leichter Schaden, ne? Achso, was sind denn da für eine... Zerstörte Waffen, mittelschwer... Ah, das ist bedeutet das Icon. Da sind Waffen dabei, die zerstört sind. Ach, habe ich bestimmt auch mal früher schon gelesen, habe ich wahrscheinlich vergessen. Was ist das denn hier? Schrottteil 2. Commander, eine Nachricht lokalen Kommunisten, sag ich schon. Ja, komm, nimm mal an, wo hast denn die? Aber wieder zurück, Überfallauftrag. Komm, mach mal das, dann können wir hier irgendwie rum. Hier rum, la rum, wir kommen da schon irgendwo hin. Der Kampf gegen die Bauern. Oh, mein Kapo. Wenn ihr das mal gespielt habt, sagt mal, ob ihr mit den Bauern bessere Belohnung bekommen habt als ich hier. Mit meinen Leuten. So, der hat immer noch eine zerstörte Waffe. Ausstattung. Wärmetauscher im Arsch. Ich habe aber nur einen anzubieten. Oder? Ne, 6. Ja. Dann haben wir wieder ein paar M-Laser, die kaputt sind. Gut, dass wir noch ein paar auf Reserve haben. Welcher M-Laser? Waren das die hier oder die hier? Kann man da? Stufe 1. Dann Stufe 1 haben wir auch ein bisschen mehr. Gut, umrüsten. 17 Tage. Bei dem sind auch die M-Laser kaputt. Ja, Raketenslot, der ist auch leer. Ich habe da nie wieder welche reingepackt. Kann man mal machen. Ah, Gesamtgewicht, okay. Darum haben die letzten Kampf nicht so viel gemacht. Sprungdüsen waren auch leer, weil der ging mehr auf Panzerung, glaube ich, hier, der Gute. Ja. Der lokale Markt. Es gibt einen Kardia. Was kann der denn? Nur 3 M-Laser mitnehmen. Der ursprüngliche Kardia wurde von einer Kleinfirma Hartford Co. entworfen, deren bisherige Fertigungserfahrung sich auf Kommunikation und Zielsysteme beschränkt hatte. Der Kardia wurde als Ergänzung oder Ersatz für den beliebten Low-Cost-Mac entwickelt und fand nach seiner Einführung im Jahre 2740 im Sternbund nur begrenzten Einsatz. Okay, gut, wo kann er haben? Ah, ich habe Kardia. Das ist C-Kardia. Egal. Spider habe ich früher gespielt. Ich fand den scheiße. Ah, nee, kaufe ich nicht. Lass ein. Oh ja, dann können wir auch eigentlich ne, Schrott sammeln. Müssen wir warten. Und dann geht's. Aber Schrott sammeln ist hier so ein bisschen schwerer.
6 Punkte. Ich glaube, diesmal gehen wir mal ein bisschen mehr auf C-Noten. Wird mal 1 Million rauskommen. Schadensabdeckung. Ach komm, ich will einen auf Schrottteile. Wenigstens 4 Schrottanteile will ich haben. Vielleicht gibt es da irgendeine super-duper Waffe, die ich haben muss. Wir sind immer noch zu leicht. Ja, ich weiß. Wir brauchen mehr Max. Also einen zumindest. Es wäre vielleicht auch gar nicht so doof, vielleicht mal so einen Sniper-Mac zu machen. Oder so einen Mac halt, der ja, die ganze Zeit Raketen ballert. Weil ich glaube, Munition musste ich kaufen, ne? Das ist halt doof, dass man sich nicht frei entscheiden kann, was man für Macs halt nehmen kann. Man muss echt schon gucken, wo gibt es welchen Mac oder wo könnte es welche geben, da hinfliegen und hoffen, dass es da was Gutes gibt und kein Yelvin oder so, wie das Ding heißt da. Kein Scout-Mac. Vielleicht gibt es ja jetzt was Tolles von dieser Mission, das würde mich sehr erfreuen. Dann haben wir die Bauern zwar gegen uns, aber können ja nicht überall die Guten sein. Über die Bauernaufstände in China erinnert sich heute auch keiner mehr. Wann waren die? Ich glaube, die sind auch schon wieder ein paar Jahre her. Egal. So, Landezone. Quincy 4, Zerstörung. Was? Zerstöre die Ziele an allen Standorten. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Sexy Stimme online. We need to take down this planet's communication systems. Once we do that, the Farmers Militia will be in the dark, and our salvage team can grab what we need. Remember, it's us or them. Was ist denn jetzt los, Alter? Boah, ich hätte sowas von das Spiel neu starten sollen. Aber die Sucht war halt stärker. Ich wollte unbedingt spielen. Oh, ein Turm da unten? Nicht runterlaufen! Kann ja so nach und nach ein bisschen wegsnipern. Alter, was zuppelt denn hier rum? Bestimmt wieder ein Spiel von Steam, was sich nebenbei noch runterlädt oder so. Will einfach nicht verrecken, ne? Wow, ich krieg aber irgendwo einen Schuss ab. Naja. Alter, was ruckelt denn hier? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. On your six, Commander. New target acquired. Tango down. Scheiße. Target destroyed. So, 500 Meter bis zum ersten Ziel. Target acquired. Objective down. Oh oh, feindliche Max. New target acquired.
Ziel aus den Augen verloren. Target acquired. Got another one. Wo ist er denn hin? Jetzt stirb! Was ist denn das? Da ist er sogar. Nein, ich schieß daneben! Ich krieg grad von rechts einen drauf. Ja, von wo? Irgendwo von hinten. Boah, der hinten. Auf der anderen Seite sind Fahrzeuge. Schnell weg hier. Schnell weg. Zu mir, Jungs. Zu mir. Am besten durch die Stadt. Gibt mir Deckung. Alter, da schießt jemand von der anderen Seite auf uns. So. Ich mache hier mal die Straße frei. Ah, da ist auch ein Geschützturm. Alter, ach, da ist auch eins. Diese Scheißteile sind hier überall. Oh, jetzt hier Distanz-Mac haben. Echt super, oder? Sprung-Mac. Nee, ist zu weit weg. Wir drehen. So, ihr seid noch alle IO, ja? Ja, zu mir. Wir gehen zu dem Hang runter. Vor uns ist ein Ziel. Alter, ich treffe den nicht. Peinlich. Diese ganzen kleinen Scheißpanzer. Der wäre böse gewesen mit seinen scheiß fucking Raketen. Kleinen Arschkrampe. Ah, da sind schon Ziele. Halt. Target acquired. Schieße ich mal Raketen drauf. Oder auch nicht. Target destroyed. Fuck. Doppelfuck. Oh, den. Ach, Arschloch. Runter. Target acquired. Target destroyed. Scheiß Bunker. Target destroyed. Wow, was ist denn da hier los? Gehen wir mal hier ein bisschen mehr in die Gebäude rein. Wir geben mal ein bisschen Deckung. Müssen hier zerstört werden. Okay. Ah, ein Heli. Target läuft. Nächstes Ziel. Enemy destroyed.
Die schießen doch irgendwie besser, oder? Gut, gehen wir rechts. Ui, was war das denn da gerade, was da vorbeigezischt ist? Target acquired. Target destroyed. Oh, ich dachte, der ist schon zerstört. Mein Fehler. Einfach reingeballert. Ups, hier ist eine Mauer. Good work, Commander. That's one less target. Einfach alles zerstören. Ah, der ist zu nah über mir. Okay. Wo jetzt nun hin? Können wir hier hoch? Weil da links ist ja noch was. Target neutralized. All right. The system is officially offline. Ah, Abholzone ist hier gleich auch. Good work, boss. Ja, schleim dich mal ruhig ein beim Boss. Los, Jungs, Abholzone. Da kommen wir schon in den nächsten Helikopter. Egal, scheiß auf die Helikopter, wir sind weg. Wo hat er sich da? Hat er gerade gerammt? Ist er gegen den Stein gekommen? Leicht verdientes Geld. Die Bauern haben einfach keine Chance. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was es gibt. Also. Es gibt da wieder ein paar Almosen. Wir wollen eine richtig fette Beute. Am besten noch ein Mac. Ach, das wäre so schön. Noch ein Mac. Diese kleinen Panzer, die nerven langsam. Sobald es uneben ist oder hohes Gras oder Büsche sind, siehst du sie nicht. Ja, die machen wir uns hier richtig zum Feind hier. PPK, keine Ahnung, was das ist. Also die Schrottanteile haben wir gar nicht. Ja, geht's, der Schaden geht's. So. Ach, hatte ich das letzte Mal nicht beansprucht? Oder ist das jetzt erst zu Ende? Also Commander, der Job ist erledigt und auf die Endergebnisse kommt es an. Unsere Bergungstrupps entdeckten Überschuss, Wärmetauscher, Sprungdüsen und... Was? Sprungdüsen und einen glücklichen Fund beschädigter Lostex-Waffen.
unter all dem Schrott, die alle zu deinem Teil gehören. Aha. Vielleicht hast du einen Job von einem moralischen Standpunkt her keinen Gefallen gefunden. Aber diese alte Sternenbund-Technologie sollte diesen Skrupel wieder gut machen. Mhm. Du bist neu dabei, also bieten wir dir einen kostenlosen Rat. Vergiss nicht, dass jeder einfach versucht zu überleben. Du, ich, der Schwache, der Starke, die innere Sphäre ist ein schwieriger Ort und manchmal musst du dir die Hände schmutzig machen. Ja, die Sprungdrüsen bräunlich. Klasse 5. Oh, die können doch interessant sein. Leichter Impuls und die machen schöne Energiewaffen. Gut. Soweit dazu. Dann würde ich jetzt nochmal... Können wir mal kurz gucken. Wir können ja wieder reparieren. Oder wir machen erstmal hier einen Punkt klar, wo es als nächstes hingeht. Wie lange braucht man dahin? Wie viel Geld haben wir? 6 Millionen. Ja. Tja, ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht machen wir einen Verteidigungsauftrag, aber hier ist ja nichts mehr auf dem Weg. Was ist das? Überfallauftrag. Hm. Und hier war Schwarzmarkt verfügbar. Ja, ich überlege mir aber den Verteidigungsmodus. Ich fliege da mal hin und gucke mal, was das da für ein Auftrag ist. Und wenn er gut ist, nehme ich ihn auf. Wenn nicht, mal gucken, ob ich ihn einfach so spiele, um einfach Geld zu verdienen. Ansonsten geht es nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.